Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten. Und willkommen zurück zu Grandia. Ja, wir haben letztes Mal diesen Ruinenwächter endlich besiegt. Beziehungsweise ich. Ich habe wirklich die ganze Nacht durch gelevelt. Die ganze Scheißnacht. Es ist mir übrigens egal, ob ich jetzt Scheiße oder sowas sage. Von mir aus kann ich eine Million Mal Kacke oder Scheiße im Video sagen. Ich habe nämlich letztens bei mir auf dem Kanal sowieso erstmal die Monetarisierung von allen Videos entfernt. Aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wenn ihr dazu nochmal ein extra Video oder sowas sehen wollt, kann ich das auch gerne mal machen. Das benutze ich gleich für Justin. Kann ich das auch gerne mal machen? Warte mal. Mir fällt gerade auf. Nein, gut, okay. Das ist eine Einwegstraße. Ich dachte gerade, man hätte auch einfach da lang gehen können. Aber dem war nicht so. Wie gesagt, da ist eine Tür, die war doch voll offensichtlich. Zählring. Was macht er denn? Kehrt normale Angriffe zurück. Auto. Was heißt denn zurückkehren? Was heißt denn Angriffe zurückkehren? Kontern? Ja, kontern. Es heißt kontern. Ah, das tut so weh. Es tut so weh. Diese Übersetzung. Wie kann man denn Counter, also Konter, mit Zähler übersetzen? Klar, Counter kann auch Zähler heißen, aber doch nicht in diesem Fall. Und das ist im Kampf, wird das auch immer so angezeigt. Da hat sogar jemand extra eine Grafik für erstellt, wo dann diese explosionsartigen Dinger drum sind und dann steht da Zähler drin. Das tut echt weh. Es tut richtig weh. Justin soll mal seine SP hier behalten. Fena kann das Wasseramulett gegen den Zählerring tauschen. So. Wir haben eine Menge neue Attacken. Das kann ich ja erstmal zeigen. Ich habe ja offscreen gelevelt und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Justin erstmal kann jetzt mittlerweile alles, was er überhaupt lernen kann. Außer hier bei den Techniken, da fehlt halt noch was. Ich wollte ihn jetzt erstmal noch ein bisschen Keule trainieren lassen. Und dann wieder mit der Axt weitermachen. Schwertstufe ist er bereits bei 34, das heißt, das brauche ich eigentlich nicht mehr trainieren. Keule müsste ich jetzt mal wieder trainieren, weil ich die echt vernachlässigt habe. Ich will diesen ganz unten, die Technik da freischalten. Hat Justin eigentlich momentan eine Keule ausgerüstet? Ja, hat er. Den Warpstab. Ich wollte nämlich mit ihm trainieren, also habe ich auch mit dem Warpstab den Wächter besiegt. Okay. So, gucken wir mal nach Techniken von, von Justin erstmal. Was ist neu? Eigentlich konnte er schon alles, außer das, was auf der dritten Seite steht. Hier haben wir jetzt, neu bekommen Lebenstrank. Das heißt, bleib bitte da. Das heißt, Justin kann jetzt auch wiederbeleben. Er kann jetzt wirklich wiederbeleben. Er kann alle heilen 3 machen und ist momentan auch der Einzige, der das kann. Sprich, er kann richtig viel Gruppenheilung machen. Halva, das heilt einfach alle Statusveränderungen. Erdbeben ist die stärkste Erdeattacke, wie es scheint. Und dann noch Baboom, die stärkste Explosionsattacke, geht auch auf alle. Erdbeben sieht übrigens genauso aus wie Splitter, das brauche ich nicht nochmal zeigen. Das Splitter kennt ihr ja schon von Milda. Baboom könnte ich noch zeigen. Lebenstrank jetzt nicht unbedingt. Ich meine, in welcher Situation komme ich denn bitte schön dazu, das mal zu machen? Außer vielleicht in einem Bosskampf und die lasse ich ja sowieso drin. Das heißt, alle heilen 3 ist übrigens extrem langsam, aber ich kann das vielleicht auch nochmal irgendwann zeigen. Und Erdbeben zeige ich auf jeden Fall nicht, denn das ist, wie gesagt, nur Splitter.
Und Baboom zeige ich nochmal. Dann gucken wir mal bei Fena, was hat die denn Neues gelernt? Sie konnte hier, glaube ich, schon alles. Sie hat, was hat sie denn hier gelernt? Ich glaube, Erfrischen hat sie gelernt. Was macht Erfrischen? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich gleich mal nachgucken. Ich habe es bis jetzt noch nie benutzt, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier, also Beben konnte sie ja schon, dann haben wir hier Drachensepp jetzt noch gelernt. Und sie kann auch wiederbeleben. Fena kann auch Lebenstrank und Fena kann auch wiederbeleben. Hat Fena hier eine neue Technik gelernt? Ach nee, aber Justin hat, ich weiß nicht, ob ich den Torhieb schon mal, ja, den Torhieb hatte ich schon, glaube ich. Aber Justin hat hier diesen Luftschneider. Den hat er gelernt. Den bei Keule Stufe 10. Den Luftschneider hat er gelernt. Den können wir uns auch nochmal angucken. So, Rab hat jetzt... Nein, Rab. Wir bleiben erstmal bei Rab. Rab hat noch gelernt Stram, was die Bewegung der Gegner einschränkt. Und er hat noch gelernt Bumpau, was die erste Explosionsattacke ist, die er gelernt hat. Bumpau. Das war bei Justin schon die zweite. Ich weiß nicht, ob er da noch viel Stärkeres jetzt lernt, hier der Rab. Stufe 3 Flammengeschoss konnte er schon. Sonst hat sich hier nichts getan eigentlich. Feuerball hat er noch gelernt. So, das war aber auch schon alles, was ich jetzt hier noch so zeigen konnte. Was ist das denn? Ein Regenbogen. Da ist die Münze. Das ist die Medaille des Wissens, Justin. Du weißt, was er zu tun ist. Wir haben es geschafft. Wir haben die Medaille des Wissens. Okay, und jetzt geht's ab nach Alend. Also wieder raus. Nehmen wir erst hier. Da liegt ja noch Geld, das nehme ich mit. Sonst liegt hier aber nichts mehr, ne? Doch, da liegt noch Geld, das nehme ich auch mit. Wer lässt denn hier einfach so Geld liegen? So, und wieder raus. Müssen wir jetzt wirklich wieder die ganzen Ruinen backtracken? Die sind nämlich relativ öde. Ich bin da schon beim Leveln so oft hin und her gelatscht. Hallo? Ach so, okay. Es war gerade einfach komplett schwarz. Nein, lasst mich in Ruhe, mit euch möchte ich nicht kämpfen. Da möchte ich auch nicht mitkämpfen eigentlich. Ich habe genug gekämpft. Ich habe in letzter Zeit einfach genug gekämpft. Die ganze Leveling-Kacke und so. Hatte ich mich überhaupt hochgeheilt? Wir müssen echt jetzt den ganzen Weg zurück. Hier stimmt was nicht. Als wir zuerst hier waren, bewegte sich der Boden. Und als wir zuerst hier waren, stand da auch nicht eine ganze Armee von Galail-Soldaten, wenn du mal hinguckst. Justin, guck mal! Moin! Wie lange muss ich noch warten? Noch immer nichts gefunden? Wir suchen mit aller Kraft, General. Aber wir sind noch auf keiner Spur. Die Tür zum Schrein war offen. Der Auserwählte ist also hier. Und wo der Auserwählte ist, da ist auch der Geisterstein. Du weißt das genauso gut wie ich. Lin, komm mit. Mit Ihrer Erlaubnis, General Baal. Ich möchte ich darauf hinweisen, dass Lieutenant Lin eine große Hilfe für mich ist. Ohne sie wird die Suche verzögert. Mull, manchmal frage ich mich, ob du den Geisterstein finden willst. Was? Wie können Sie das sagen? Ohne den Geisterstein platzt die Operation Yggdrasil. Ich kenne die Wichtigkeit meiner Mission.
Gut, dann sucht weiter. Und du hast doch nichts dagegen, dass Lin dir nicht helfen wird. Such weiter nach dem Geisterstein. Lin, wir gehen. Ja, jawohl, General Baal. Keine Zeit verlieren. Die Ehre unserer Einheit steht auf dem Spiel. Los, findet den Geisterstein. Wie sie alle rennen? Und auch noch in die falsche Richtung? Ich muss den Geisterstein-Vorvater finden. Ich muss. Suchen diese Verlierer immer noch den Geisterstein? Dieser Mann. War er nicht auch im Turm der Verdammung? Baal, was hat er mit Lin zu tun? Nicht so wie weg hier, eh? Wir sollten einen anderen Weg finden. Ja gut, der andere Weg, der ganz offensichtlich... Ich speichere nochmal, nicht, dass ich sterbe und mir den ganzen Kack nochmal angucken muss. So. Der andere Weg ist doch ganz offensichtlich hier, oder? Ich meine, da konnte man doch runter und da lag noch Geld. Wo soll man denn sonst lang? Und ich hätte auch keinen anderen Weg gewusst, wie man da hinkommt. Das wird wieder ein bisschen Schneiderarbeit, dieser Part, denn die Stimme von General Baal ist schon etwas aufwendiger zu schneiden. Der klingt ja wie so ein Cyborg so ein bisschen. Hier, ihr beiden, ich glaube, hier geht's runter. Okay, ich zuerst. Alle vorsichtig sein. Ja, also wie vorsichtig. Das ist sehr vorsichtig. Okay, los geht's. Einfach runterspringen. Das ist... Das zeugt von Vorsicht. Wo geht's hier hin? Unterirdische Ruinen. Stand da 1. 3, okay. Ah, okay. Wir müssen jetzt hier zu 3 gehen und dann kommen wir irgendwann zu 4. Also da, wo man von Ruinen 1 aus auch hingehen konnte. Willst du mir die schönen Wandmalereien zeigen? Er popelt wieder in der Nase. Sieht gruselig aus. Ich spüre, dass eine große Macht uns beobachtet. Oder bilde ich mir das ein? Du liegst ganz richtig, Bella. Sieh, bei den Türen. Die Golems, sie sind in diesem Schrein. Wenn sie sich bewegen, sind selbst die Galal-Truppen schnell Geschichte. Bewegen? Das sind doch nur Bilder. Im Moment vielleicht. Sie sind noch versiegelt. Aber warte, das sagt nur die Legende. Alle? Sollten wir nicht besser schnell verschwinden? Die Galal-Truppen sind hinter uns her. Und außerdem, es gefällt mir hier nicht. Naja, ich muss hier aber lang, ne? Ich kann auch hier nochmal speichern, okay? Ich muss doch jetzt hier nicht schon wieder einen Bosskampf gegen diese Golems machen, oder? Das wäre echt nicht so toll. Hier geht's nur geradeaus die ganze Zeit. Und jetzt kommt eine Abzweigung, die ins Nichts führt. Es ist ein Labyrinth. Ein Labyrinth, das allerdings nicht sonderlich viele Abzweigungen hat. Stillgestanden, Justin. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Mullen! Was ich noch sagen wollte, dieser Mullen hat ja gesagt, er muss den Stein vor seinem Vater finden. Heißt das, er ist vielleicht gar nicht so böse und stellt sich halt gegen General Baal, der wirklich aussieht auch wie so ein Hauptböser? Gib mir den Geisterstein, oder ich muss dich anfassen. Ihr Jungs, nervt mich! Was soll das Theater mit dem Geisterstein? Es ist zu deinem Besten. Du kennst die Gefahr nicht, in der du bist. Ich bitte dich noch einmal, gib mir den Geisterstein, Justin. Frag doch so oft, wie du willst. Du bekommst ihn niemals. Du lässt mir keine andere Wahl. Gibst du ihn mir nicht freiwillig, nehme ich ihn mir. Tatsächlich? Los, hol ihn dir!
Halt! Schluss jetzt! Alle beide! Warum müsst ihr kämpfen? Geht das nicht anders zu lösen? Fena? Anders lösen? Er will den Geisterstein! Hä? Was? Der Boden? Das kann nicht sein. Nein, das darf er nicht. Wenn er sie benutzt, werden viele sterben. Vater, bist du verrückt? Was hat der... Was macht Baal? Was hat Baal vor? Los, los, Lin. Das Siegel der Golems bricht gleich. Jetzt holen wir uns den Geisterstein vom Auserwählten. Oberst Mullen. Mullen, ne? Er ist pathetisch. Wie seine Mutter. Er wäre noch am Leben, wenn er nicht nach dem Geisterstein gesucht hätte. Doch jetzt ist er leider nutzlos. Der Schrein wird sein Grab sein. Was? Nein! Nein! Oberst Mullen! Du willst nicht gehorchen? Interessant und überflüssig. Herr Mullen. Oh nein, jetzt kommen echt die Golems. General Baal will also auch Mullen opfern. Interessanter Stil. Die sahen gerade so ein bisschen 3D animiert aus, während die Charaktere halt aussahen wie so Anime halt, ne? Schnell, Rückzug. Pass auf, Justin, das ist bröckelig. Passt auf. Mullen. Fena, hier lang jetzt. Was ist mit Mullen? Wir können ihm nicht helfen. Los, Fena, jetzt. Fena, komm jetzt. Ja, ja. Justin sagt, Fena, komm jetzt. Justin sagt, Fena, komm jetzt und bleibt als einziger da stehen. Und geht dann erst später los. Das ist auch gefährlich. Wir hätten es besser entfernt. Was hätten wir besser entfernt? Ich verstehe gerade gar nicht, was wir denn besser entfernt hätten. Unterirdische Ruinen 4. Da können wir wieder runter, denke ich mal. Wir müssen jetzt vor den Golems fliehen. Da liegt ein Brot. Da liegt auf jeden Fall ein Brot. Das wir auch gleich auf Justin benutzen. So. Da unten kann man auf jeden Fall hin. Laufe ich gerade im Kreis? Wohin laufe ich denn gerade? Hallo? Nein, da geht's rüber. Ich möchte hier nach unten. Hier geht's ja auch runter. Intelligent. Dr. Agonius ist eine recht intelligent, Sebastian. War hier nicht eben noch ein Leute? Kommt mir das nur so vor? Da kann man hier durch den Boden gucken und da ist ein Abgrund. Aber da kann man einfach rüber. Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. So. Jetzt seht ihr Baboom. Baboom sieht in etwa so aus. Und dann müssten auch alle Gegner schon besiegt sein. Nee, außer der. Diese komischen Wartmänner sind irgendwie so, dass die immer alles aushalten. So. Hier war doch auch noch irgendwas. Noch ein Brot, genau. Den kann wieder Justin benutzen dann, ne? Ja. Da sind noch mehr Gegner. Na toll.
Ach ja, ich bin übrigens auch mit Guido von seinem komischen Messer auf ein Schwert gewechselt. Noch mehr Gegner. Fire Dance! So, da hat man jetzt auch den Feuerball einmal gesehen von Rab. Und diese Kiste, die war es, auf die ich scharf war. Der Rest interessiert mich gar nicht mal so. Mana-Eier! Ja klar, erstmal Auto. Ich möchte aber, dass sie sich nicht in, Guidos Inventar rumgammeln. Tun sie auch nicht. Wer hat die jetzt? Fena. Gut. Weil ich befürchte, dass Guido wieder einer von diesen Charakteren ist, die nur jetzt hier für diesen Abschnitt dabei sind. Und wenn der dann weggeht, da ist doch ein Abgrund. Wieso kann man über diesen Abgrund drüber gehen? Ich verstehe es nicht. Vermutlich ein Grafikfehler oder sowas. Weil wenn man von einer bestimmten Seite drauf guckt, ist da ein Abgrund. Und wenn man von der anderen Seite guckt, ist da keiner. Was ist das? Da ist noch ein Golem. Oh nein, wir müssen jetzt nicht gegen den kämpfen, oder? Aber er bewegt sich nicht. Renn vorbei, das klappt. Ja, bitte bleib auch so. Beweg dich weiterhin nicht. Halt, Justin, warte! Was ist, Fena? Was? Oh nein, Rab, Guido! What's wrong? Fena! Fena! Justin! My body! So hot! Can't take it! My body! It's burning! Fena! Oh no! Fena! My sister! What? Li Ying! Help! What is this? This feeling? It feels like some enormous power is beginning to move. That can't be. Nothing can resist the power of the Ikarians. Unless there were one more Ikarian. Fena! Fena! Fena, Rab, Guido. Wo seid ihr? Antwortet. Da liegt auf jeden Fall Geld. Das ist erstmal wichtiger als die anderen. Es geht hier hoch. Da ist noch mehr Geld. Und ansonsten ist hier eine Sackgasse. Okay. Dann muss ich ja hier irgendwo hin. Liegt hier noch was? Nein. Es könnte überall Geld liegen. Hier ist ein Speicherpunkt. Einmal heilen und einmal speichern. Ich würde sagen, wir sehen uns an dieser Stelle dann beim nächsten Mal wieder bei Grandia. Bis dann, Leute. Ciao.